Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren neuen Spiel und zwar The Medium. Habe ich schon lange darauf gewartet und freue mich, endlich zu spielen. Als alter Silent Hill Fan kann es ja gut sein, dass das Ganze uns auch wirklich, ja, dass es irgendwas reißt. Wir schauen uns das mal an. Ich bin gespannt. Oh, stelle die Helge auf die gewünschte Stufe. Müssen wir gucken. Ja. So, ne? Gut aus. Also, so ist gut, finde ich. So lassen wir es einfach. Untertitel anzeigen, Textgröße Standard, Texthintergrund aus, Name Sprecher, Farbe Sprecher, Text Fett, oh, passt alles. Neues Spiel. Gibt es hier noch irgendwelche anderen Einstellungen? Vielleicht beim Gameplay oder bei der Anzeige? Ne? Na gut. Okay, los geht's. Ich bin gespannt. Oh, das Schweigen der Lämmer. Das daran erinnert mich dieses kleine Flatterviech. Kann sich jemand an Schweigen der Lämmer erinnern? Okay, jetzt geht los. It all starts with a dead girl. Alter, vibriert mein Joypad hier. Baby. Lucky Luke ist, sie tot. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. Part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. Ich glaube, ein klein bisschen heller mache ich es gleich noch. No wonder people used to think I was strange. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Wir müssen uns mal angucken. I was almost ready.
Oh, hast auch echt die dunkle Ulmer, ich kenne ja gar nichts. So, guck mal kurz in die Optionen reingehen. Ein bisschen heller muss es sein. Ich finde das schon sehr dunkel. Sieht auch hier noch irgendwie noch viel mehr, viel dunkler aus, als ich gerade eben eingestellt habe, oder? Ich meine, es soll natürlich auch ein bisschen Horror sein, aber so dunkel muss es auch nicht sein. Das finde ich auch ein bisschen albern. Guck mal, jetzt sieht man das Wohnzimmer auch. Schöne alte Wand da. So. Lesen. Oktober. Zweiter Tag der Schutzengel. Dritte Begräbnis um 10. Ultraschall. Unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Biopsie. Paket an Marianne verschicken. Termin beim Neurologen. Begräbnis um 12.30 Uhr. Ultraschall. Termin beim Neurochirurgen. Begräbnis um 9. Begräbnis um 11. Marianne vom Bahnhof abholen. November. Alle Heiligen, alle Seelen. Operation. Okay. Mehr angucken. Nee. Also ich spiele es auf der Xbox Series X, falls noch nicht erwähnt. Gehen wir mal raus hier. Sag mir mal, ob ihr das zu dunkel findet so oder ob wir es ein bisschen heller machen sollen. Shit. Ist ja schon sehr dunkel. Ja. Nice. Mal kurz. Ich gehe noch einmal kurz da rein. Und wir machen nochmal hier so ein bisschen. Was denn hier Standard ist? Alter, Standard, guck mal an. Geht gar nicht. So. Nice to see you too. Na gut. Komm mir so vor, ob das sich gar nichts ändert, oder bin ich jetzt irgendwie... Das ist doch richtig hell jetzt, ne? Ändert sich doch gar nichts. Ja, lassen wir es mal so. Okay. Ja, ein bisschen hat sich geändert. Okay, gehen wir erstmal hier links. Oh, hier. Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Jack's tie clip. I need to find it. Achso, okay, wir müssen erstmal die Klammer finden. Was ist das denn da? Interesting. Okay, man kann nicht viel sehen. Steht irgendwas drauf hinten? Ja. Okay. Aufmachen kann man es nicht. Viel ist hier ja nicht im Bad. Nein, nein, nicht wieder ins Bad. Ich komm hier hin. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Hier, ein bisschen Katzenfutter, finde ich. Schlüssel zum Bestattungsinstitut. War ein Napf drin? Ach so, das ist das, was ich habe. Okay, da kann man vielleicht auch Katzenfutter finden. Looks nourishing. So. Na mit. Packen wir das mal schön in die Katzenfutternapf rein. Freut sich das Kätzchen, oder? So. Here you go. What's your face? Oh, da ist sie. Glad to see you're still kicking around. Süßes Ding, du. Steh nicht ganz so auf Katzen. Das ist ein bisschen falsch. Obwohl es auch echt Süße gibt, aber naja. Das symbolische Begräbnis von Bergwerk Sissas. Die Bergleute aus dem Bergwerk Sissas kamen heute wie üblich zur Arbeit, aber statt Taschenlampe und Spitzhacken trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen. Ein Symbol für den Untergang ihrer Firma. Dies ist nicht der Tod unserer Mine, skandierte die Mitglieder des Bergwerksrettungskomitees von Sissa. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula, fügen sie hinzu. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigerten sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Sirsa aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestieren ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tichy, indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag werden eine weitere Steinschicht verlegt. Bis zur Decke bleiben noch 5 Stunden. Die neue Mission der NATO, für Stabilität in der Welt nach dem Kalten Krieg zu sorgen. Heute hielt... Na gut. Okay. Wer das so geschrieben, ausgesprochen? Sirsa? Ich weiß es nicht. Sirsa mein... Ich behaupte mal, das ist so. Oh, warte mal, hier kommt auch ein. I can't believe it's all still here. Gucken wir uns das mal an hier. Oh, Jack. Ja. Gucken wir mal rein. Foto for 5 seconds. Dip in multicut for 3 seconds. Dip in stop for okay.
Also, Foto für 5 Sekunden belichten, für 3 Sekunden in Multigrade tauchen, für 3 Sekunden in Stoppbad tauchen, für 3 Sekunden in Fixiermittel tauchen. Okay, aber haben wir aber kein Fotos, oder? Oder was ist das hier? Hm. I guess I forgot about this one. I can do it now. Okay, pass auf, das machen wir mal. Ist das hier die Belichtmaschine? Ich weiß es gar nicht. Wir holen es mal. Ich habe leider nie Fotos gemacht, was zu dem. Hier. Fünf. So. Okay. Dann. Ich hoffe, es ist auch in der richtigen Reihenfolge. Mit 3 Sekunden war das immer dann. Packen wir rein. Eins. Wrong fluid. Ach so. I need to apply it in the right order. Ach so, steht auch da drauf, was es ist, ne? Was ist das? Multigrade, also erst hier rein, dann, da steht nichts drauf. Und da hinten steht drauf, Fixer. Also, erst hier, dann da, dann da. Macht ja auch Sinn, wenn er es hier belichtet, ne? Okay. Und dann hier. So. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Und dann in den. Der Fixer ganz am Schluss, also erstmal hier. Eins, zwei, drei. Oh, man kann schon ein bisschen was erkennen. Und dann in den Fixierer für 3 Sekunden nochmal. Eins, zwei, drei. Das ist das letzte Foto, das ich von dir, Jack. Ja, geht doch. Sieht doch schnittig aus. Obwohl, er sieht auch nicht gesund aus irgendwie. Wieso gar nicht gesund? Gut. Aber hier haben wir auf jeden Fall nicht die Krawattennadel gefunden. Jetzt mal gucken, wo wir noch hin können. Achtung, hier ist ein Keks. Ich habe gerade Oreo-Kekse. Und das Geile an Oreo-Keksen ist, es wirklich, ich habe diese hellen mal genommen, die sind echt lecker. Ich bin immer der Fan von den schwarzen. Die sind echt lecker. Hier ist nichts. Und von hier gekommen? Ja. Dann gehen wir mal hier hinten hin. Hier ist Kätzchen. Jack's room. It's like he never. Damn it. Na. I used to think I'd never fit in. But Jack. He didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Kann ich drehen das Foto? Nein. Tatsächlich ist hier nichts mehr, was man machen kann. Komisch. Doch, da. Da ist die Nadel, garantiert. Yes. Come on, Jack. Where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Drücke LB, um Einblick zu aktivieren. Okay. Tatsächlich, wie cool ist das denn? Yes, wir haben sie. Hier ist in Polen. Okay, was ist das? Haben wir hier noch irgendwas? Da oben. Jack was part of the Solidarity Movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Okay, es ist ja witzig irgendwie. Man kann ja dieses. Keep hissing at me. Ganze Zeit. Man kann ja auch die Katze da. What do you think's gonna feed you now? Ja, aber da oben ist ein Bild. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Hm, das glaube ich. So, dann wollen wir weitergehen. Was ist hier denn? Ihr Zimmer? Weird to be back in my old room. Ah, okay. So many memories. Was ist das? I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me.
I kind of feel bad for making him go through all that. Sehr geehrter Mr. Orkan, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihre Mitschüler zu trösten, aber Ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten gelinde gesagt unangemessen ist. Da dies nicht der erste Zwischenfall ist, über den wir Sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit Ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Okay. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Erste Diagnose, Verbrennung zweiten Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf- oder obere Gliedmaßen bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Pflege und Stabilisierung, erste Wundabdeckung, Atmungsunterstützung eingeleitet, Verabreichen von Trinkflüssigkeit eingeleitet, Schmerzlinderung eingeleitet. Der Patientin wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht, bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Okay. Was glitzert denn da so im Spiegel oder soll das, ist der Spiegel so? Seht ihr das? Das funkelt da so. Oder ist es einfach nur schlecht? Schlecht programmiert. So, gehen wir hier weiter. Wer ist das? Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. Oh, so nett von dir. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Schon so ein bisschen wie oh Gott, wie hieß denn der Film von Bruce Willis? Ich sehe tote Menschen. Wie hieß denn der nochmal? Weiß ich gerade nicht mehr. Ja, Sixth Sense. Ähnlich, ne? So, jetzt können wir los, glaube ich. Wir haben hier alles abgesucht. Sehr gut. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Kann ich aber rausgehen? Ich kann hier nichts machen, ne? Nur mal raus. In der Beste wohnen sie ja nicht hier. Aber das ist, glaube ich, Schnuppe. Hier sollen wir was unterbringen. Kann sie auch laufen? Guck mal, ob sie irgendwie schneller gehen kann. Aber irgendwie. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift. And not a curse. Moment, vibriert mein Joypad die ganze Zeit durchgehend? Warum weiß ich eigentlich nicht? Ist das ein Deckel hier? Hm. Das ist gerade merkwürdig. Da. The last goodbye. Funeral home. Wir haben hier einen Schlüssel dafür. Und ganz rein. Jack's in the prep room. Bereite Jack für seine letzte Reise vor. Okay, ist das hier drin vielleicht? Was steht denn da? Prep room. Dann gehen wir doch mal da rein. Ah, weird. I don't remember locking it. Oh. The key should be in the office. Wir müssen das Büro aufsuchen. Hier wahrscheinlich. Irgendwie, obwohl. Na doch, sieht nach dem Büro aus, ne? Schon sehr edel. Da ist der Schlüssel. Here it is.
Was ist das hier? Er war schon ein bisschen stolz auf mich, ne? Oder auf sie. Name des Verstorbenen Adam Novak. Familienkontakt, okay. Geburtsdatum Krakau, ja, okay. Nie verheiratet, verwitwet. Todesdatum 10. Oktober. 9. Oktober 99. Einbalsamierung, Ankleidung, Kosmetik, Frisur. Jack, Mrs. Novak brachte heute die Zahlungsbestätigung für die Erstattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemanden für anderen für die Beisetzung finden. Marianne. Hier war irgendwas. Ein sehr gläubiger Mensch, wie man sieht. Durchstöber mal das Büro so ein bisschen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Nettes hier. Nö, viel mehr ist hier nicht. Sieht schon edel aus, muss man sagen. Ist auch schon ganz geil mit dem ganzen Glänzenden, ne? Also, sieht schon ganz cool aus. Da spielt ja die vielleicht doch mal so ein bisschen ihre Trümpfe aus, die Xbox. Perfekt, ich will nur einmal was gucken. Was kann ich jetzt nicht? So, gehen wir hier rein. Okay. Dann gehen wir mal hinunter. Boah. Ist schon ein bisschen eklig, ne? Aber wenn ich so mit den Geistern reden kann, vielleicht kann ich ja mit meinem verstorbenen Stiefvater auch reden. Kann ja sein. Und wenn sie schon so die Fähigkeiten hat. Es geht nur da rein. Eine Kühlkammer oder so ein bisschen. Not sure if I'm ready for this. Ja, das glaube ich. Ich glaube, es ist auch nicht so schön, sowas zu machen. Aber wir müssen irgendwo, muss er ja liegen. Da hinten liegt er bestimmt, ne? Genau. Und wo machen wir auf? Oh, da ist er. Hey, Jack. Wo werden wir raus? Oh, der wiegt auch eine Tonne. Gucken wir uns ihn mal an. Die Krawattennadel. Got your special clip? Now, where's your tie? Okay, wo ist denn die Krawatte hin? Guck mal, ob die irgendwo rumliegt. Da. Kann man die kombinieren? Yes. Gut. Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. Right. Gute Kameraperspektive. Oh, can't you people read? The sign says closed. Oh, oh. Die doch nicht. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ein Schatten da oben? Aber die Angst dürfte sie ja nicht bekommen. Sie ist ja gewohnt mit Geistern zu schnacken und so, ne? Auch noch zu.
What the hell? Was ist denn hier passiert? Guess you felt it too, huh? And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Okay. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? Sieht gruselig aus. It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? Where is that damn notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need... Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Na, wird jetzt erlöst? Tritt er ins Licht? Anscheinend. Wow! Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But... no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Tom.
Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Okay, ab ins Neva Resort. So, dann sind wir bis zum Intro gekommen. Beziehungsweise haben das Intro gerade gespielt. Ja, cool. Also ist ja schon ganz nett gemacht bis jetzt, oder? Muss man ja mal sagen. Krass. Das hat schon was. Okay, also wir sind das coole Medium und sehen tote Menschen. Oh, das ist jetzt ein Teich. Das ist so Bilder von früher, ne? Das ist auch irgendwie witzig. Ich überspringe das einfach mal. So, da geht's mit dem Motorrad durch den Wald oder was? Anscheinend. Ich steuere es nicht, nur nebenbei. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Wie ein guter Film gerade so ein bisschen, ne? Das ruckelt schon so ein bisschen, aber ich meine, für das, diese Power, die Xbox hier haben, müsste es ein Ticken flüssig erlauben. Ich glaube, es sind auch keine 60 FPS, das sind ja höchstens 30. Macht ja auch nichts, weil die Spiele brauchen ja keine Geschwindigkeit, aber trotzdem, das müssen wir so ein bisschen... The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Geh lange durch das Tor. Super, das machen wir auch. Und zwar direkt beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich, haut auf die Glocke. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.